Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei einer weiteren Folge von Hellblade: Senua's Sacrifice. Also stürzen wir uns rein. Es wird bestimmt dramatisch. So, wir haben das neue Schwert. Haben die Albträume der Vergangenheit überwunden. Sind wir eigentlich gerüstet für Hela, ne? So theoretisch. Aber mal sehen. Ich bin jetzt bestimmt bei den Kämpfen wieder raus. Aber gut. Sind wir da noch alle da? Ist prima. Die Stimmen sind zurück, super. Stimmen helfen uns, okay? Das glaube ich irgendwie noch nicht so richtig. Ab und zu waren sie mal ganz hilfreich im Kampf, ne? Aber wenn Gegner von hinten ankamen oder wir den Fokus einsetzen konnten. Mal sehen. Into the mountain. Can you see it? Shall we tell her where to go? It's not far. Go on. Look up. Just up there. Listen to us. Ah, hier waren wir schon, ne? Genau. Also geht's jetzt nach oben. Does she know which way to look? Does she know her way into the mountain? She's a good girl, isn't she? Look up. So clever. Did you? So clever. Jetzt sind die Stimmen so nett und freundlich, ja? Bei der nächsten Gelegenheit heißt es wieder, ja, du wirst sterben, du kannst nichts. Ich weiß, ich muss zum Tor. Ich möchte hier nur hier mal kurz den Ausblick genießen, oder auch nicht. Niemand's nimmt. Ah, guck mal, seine Schiff ist doch noch gut. Das hält sich sogar über Wasser. Ah, jedenfalls so halbwegs. Dann wird er bauen. Kein Dillion, weit und breit. Also geht's in den Berg hinein. Nein, ohne Fokus. Oh, es wird ein bisschen heller, das ist aber nett. Das ist aber sehr, sehr freundlich. Okay, es wird wieder dunkel. Warum? I will tell you of a great hero named Sigurd. Son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rayan. But Rayan does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rayan's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rayan's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Ist es jetzt eine Anspielung auf unseren nächsten Gegner?
Ach, ist so, okay. Heißt das, wir bekämpfen gleich noch einen Drachen? Ach du Scheiße. Ach, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Gut, bisher haben wir die Kämpfe relativ ordentlich absolviert, aber... Boah, ein Drache muss doch echt nicht sein. Das ist die nächste Tür. Ich gehe mal hier noch lang. Gibt es noch irgendeinen Schrein oder so? Aber nein. Nur die kaputte Brücke. Na gut, gehen wir mal nach oben. A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop you. Then do it. Oh, fuck. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Oh, ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht. Ich glaube, das ist eine Fackel da vorne, oder? Ist das nicht nur eine Fackel? To do. Your father wants them to go away, and he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you see them? Do you see their faces? Meine Güte. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Sinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Es ist schon wieder so ein mega dunkles Level. Schön, dass wir wenigstens die Fackel haben, aber... Ach du Scheiße. Oh, die Fackel geht doch dann aus. Get through it as quick as you can. The panic is here.
Ich hoffe, ich verpasse die Symbole nicht. Ich lasse mal nochmal hier irgendwie durchmusen. Okay, links zum nächsten. Feuer. Feuer, super. Ich mag Feuer, besonders hier. Geht's hier wieder nach oben? Tatsächlich. Wir nehmen jetzt hier Fackel, ne? Okay. Dann nochmal zurück. Ah, wir können jetzt hier alles erleuchten. Komm schon. Ja. So. War hier auch noch was? Nee, ne? Mehr war nicht. Ne. Boah. Das heißt, hier irgendwo muss ein Symbol sein. Was ist das Symbol, ne? Ich verlaufe mich heute wieder. Ich verlaufe mich hier wieder garantiert. Oh, die Stimmen freuen sich. Wo denn? Ich will mich auch freuen. Nein, ich kann es nicht sehen. Da vielleicht? Vermutlich muss man hier durch die Stalagmiten irgendwie gucken, ne? So vielleicht? Ich gehe mal ein Stück weiter. Ist doch nicht, da ist doch was. Oh je. Ich würde es auch immer wieder antun hier. Ah, oh, vielleicht hier führt es noch nicht tief. Gut, ist noch nicht. Da ist doch ein Stück ohne, oder? Seht das? Ach, die Spiegelung im Wasser. Ach, das verstehe. Reicht das noch nicht? Jetzt. Okay, mehr wird es hier nicht geben, ne? Sehr gut. Wir haben schon mal eine, das ist doch schon mal was. Oh, und die Stimmen quatschen die ganze Zeit weiter. It's a trick. Ist ein Trick, es ist kein Trick. Vielleicht auch mal sehen. So, dann gehen wir jetzt wieder nach oben. So, langsam kapiere ich das Winston mit den Rätseln. Bin ich da schon lang? So, da ist auf jeden Fall ein Weg jetzt offen. Hier gibt es auch nichts anderes. Können wir hier hoch? Fuck, wir können da sogar hoch. Ach, schau mal da. Rian the Dwarf's sole desire
is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rey would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rayan reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Fafnir. Ach, jetzt sind wir hier vorne. Ja, okay. Ah ja, guten Abend, Jaja Lele. Willkommen. Wir sind hier immer noch mitten bei Hellblade. Das ist wieder ein arschdunkles Level. Sieht so aus, ja. Ja. Donnerstag ist scheinbar kein guter Tag zum Streamen. Oder allen ist das Spiel zu grauselig. Das kann natürlich auch sein. Eigentlich wollte ich das Spiel auch heute durchspielen. Aber ob das klappt, weiß ich noch nicht. Ach, das ist so. Ist ja noch früh, vielleicht kommen auch noch ein paar Leute. Kommen wir auch nicht durch. Aber wir können ein bisschen Licht anmachen. Dankeschön fürs Daumen drücken. Es ist wieder super dunkel hier alles. Total beklemmend. Beklemmend und verstörend ist hier das richtige Schlagwort. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich genau hin muss. Was der große Raum. Können wir aufmachen? Nein. Okay. Eine Rune haben wir schon gefunden, aber tja. Leider erst eine. Ich glaube, jetzt laufe ich gerade zurück, ne? Naja, Lele, wie war deine Woche? Alles gut? Alles fein? Alles super, hoffentlich. Okay, jetzt sind wir wieder ganz vorne. Hier kann es nicht sein. Da sind wir jedenfalls falsch. Wäre das ja alles nicht so dunkel, hätte man das, die Lösung bestimmt schon längst gefunden. Aber wenigstens können wir hier die Feuer entfangen. Das war schon mal was. Man sieht wirklich nicht viel. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Au! Oh. Mittlerer fängt mit Heimweh an und will nicht mehr zur Schule. Oh. Zu Hause ist es ja auch viel schöner als in der Schule. Kann man ihn verstehen, ja? Und wenn man die Wahl hat. Ach, wie es bei mir läuft, eigentlich ganz gut. Kann nicht klagen. Ach du Scheiße. Na. Ja. Fuck.
Komm, 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 Stoff. Mädchen, Stoff. Einfach zu eng hier zum. Viel zu eng hier zum Kämpfen. Jetzt ist aber noch mal gut jetzt hier. Wo ist denn die Fackel hin? Ach, da drüben. Oh. Dunkel und dennoch kämpfe, also wirklich auf engem Raum. Ja, ich kann nicht klagen, also. Alles gut soweit. Baldes Wochenende, yippie. So. Okay, müssen wir jetzt. Von wo kommen wir? Wir kommen von hier, ne? Dann gehen wir jetzt die Treppe hoch. Frau, Frau, Frau. Wenn wir schon die Treppe rauf. Ah, und das Symbol, okay. She has it. She did it. She's done it. Well done. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean. That's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zimbel, could see the monster in her. Da lang nicht. Eine nur noch eine Rune. Sollte ja eigentlich zu schaffen sein, ne? Nur noch eine Runde. Hier waren wir schon, ne? Hier waren wir gerade. Ja. Ah, hier ist eine aus. Ja, hier waren wir gerade. Ah, hier verliert man auch so schnell die Übersicht. Das ist wirklich schlimm. Wenn wir dann irgendwann mal mit Hellblade durch sind, kommen auch wieder freundlichere Spiele, also hellere Spiele hoffentlich auch. Das ist das Tor. Okay, wir müssen nochmal als Herz ablaufen. Hier waren wir, ne? Ich glaube, da waren wir. Hier waren wir. Ach so, und ich bin jetzt bei Twitch endlich Affiliate, also hey. Da geht's nicht runter. Es hat endlich geklappt. Da freue ich mich natürlich besonders. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt hier Sachen aufnehme, sonst waren die immer nur eine Woche, glaube ich, auf Twitch verfügbar, dann waren sie wieder weg. Und noch dazu kann man mich jetzt abonnieren. Das heißt, ich kriege einen kleinen Obolus von den Abonnenten. Und wenn man zum Beispiel Amazon Prime hat, dann kostet das Abo den Abonnenten nichts. Man kann dann sein Amazon-Konto mit dem Twitch-Konto verknüpfen und mich quasi kostenlos abonnieren
Und ich gebe dann trotzdem einen kleinen Beitrag dafür. Ich weiß gerade trotzdem nicht, wie lang hier lang. Und man kann mir auch so kleine Spenden, sage ich mal, zukommen lassen. Und jetzt hätte ich ganz gerne nur noch Animationen für alles. Okay, wir sind richtig. Aber da werde ich mich vermutlich am Wochenende mit beschäftigen. So, wenn jemand abonniert, fliegt dann so ein kleiner Drache vielleicht durchs Bild. Das fand ich ganz hübsch. Mal sehen, was man da so findet. So, jetzt wird hier überall das P angezeigt. Das heißt, wir sind schon dichter dran. So close, sagen sie. Verarscht er uns jetzt? Ja, haben wir das schon. Okay, wir haben es irgendwo verpasst. Vermutlich hier wieder irgendein Schatten oder sowas. Das ist ach, da, guck mal. Ja, natürlich. Searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Ja, eine Karte wäre echt toll, das stimmt, ja. Ich denke auch, das Spiel kann nicht mehr so lange gehen, eigentlich. Jetzt kommen wir immer durch die nächste Tür. It's a trap. The beast is coming. Ach du Scheiße. Lauf! Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Okay, jetzt haben wir Dillians Kopf verloren. Ich hätte gerne wieder Licht. Können wir eine Fackel mitnehmen? Nein. Boah, wir können da nicht runter. Ach du Scheiß. Ah, oh, ich will da nicht runtergehen.
Aber müssen wir vermutlich, ne? Irgendwo da unten liegt jetzt sein Kopf. Was mir gar nicht passt. Müssen wir hier runter? Nee. Das sieht auch gleich tot. Ach du Scheiße. Meine Güte. Jetzt? Okay, wenigstens haben wir noch eine neue Fackel. Ah. Ach, wir müssen jetzt echt runter. So ein Schmarrn. Oh je. Oh, ich habe auch schon jemand. Guck mal, Licht ist an. Aha. Du ab. Ja, danke. Ach, und da ist die nächste Tür, ne? Ah, fuck. Ich hatte gedacht, es kommen gar keine Rätsel mehr, aber. Kommen natürlich doch. Rätsel und balancieren. Mann, warum kann denn jetzt dein Kopf hier nicht irgendwo liegen? Wäre ich jetzt voll dafür. Also so ein bisschen Horrormomente, ja, so ganz sanfte sind ja auch mit bei. Okay. Ach, er ist schon wieder. Oh, oh, oh. Ah, weg da raus. Ja. Ist aber auch ein blöder Klotz hier. Was soll denn das? So ein Grobian. Die Grobe hier. Ah. Sterb doch! Hält aber was aus, hä? Meine Güte. So ein Sack. Ah! Hm, hm, hm. Was, Bavent? Ach, kommt schon endlich der nächste hier wieder. Ah, auf den Links müssen wir aufpassen. Ja. Ah. Ach, noch jemand. Fokus! Ja, so, wann ist das nicht wieder? Ich schaff's halt nicht zu blocken. Oh, wie viele denn noch? Ich sehe gar nichts, ich sehe nur Partikel. Puh.
Der letzte hoffentlich. Ah, fuck. Hallo? Hab doch den Fokus an. Ich, ah, fuck, Mann. Komm, stopp. Focus now. Oh, jetzt haben wir mal gut, ne? Oh. Hm. Der meine Fackel wieder, dankeschön. Oh, darauf erstmal einen Schluck. Die wollen es hier echt wissen. So, wir suchen ein R. Oder auch ein R. Ein R suchen wir. Wo könnte denn das R sein? Hier geht's hoch, hoffentlich. Das Licht ist immer ein bisschen langsam, ne? Ich brauche mal einen Moment, bis es nachkommt. Na, das sieht doch nach einem R irgendwie aus, oder? Könnte das irgendwie ein R werden? Von der anderen Seite? Oder von hier? Ich glaube, wenn wir jetzt von der anderen Seite da durchgucken, dann haben wir das. Ich kaufe einen Y-Bob. Da ist es. Ach komm schon, das ist doch. Das ist doch das. Ja, es ist. Juhu! Das war jetzt das schnellste Rätsel von allen. Boah, ich will jetzt nicht mehr. Ich will nicht mehr rätseln. Das wird bestimmt auch schlimmer. Warum ist hier Licht an? Ach nein, oder? Okay, auf geht's. Her father tried to help her, but she wouldn't listen. He was doing his best. She never listens. Why didn't she listen to him? Ich bin so angespannt hier. Geht mal tiefer runter. Ach, Balancier. Okay, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber. Oh. Nein, da ist noch eine Tür. She's let the darkness in. It's the end. The darkness will take her like it took her mother. She can't resist. Pointless evil. Ah, guck mal, erst noch eine Geschichte. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure.
Kommen wir hier runter? Hat das Seil irgendeine Bedeutung? Okay, die Fackel ist noch an, sehr schön. Aber wir kommen nicht mehr hoch, oder? Ja, ist so hoch. Boah, Mädchen, wo gehst du denn lang? Das gefällt mir gar nicht. Und alles dunkel. So. Die vielleicht letzte Rune? Vermutlich nicht. Guck mal, wie viele hier noch draufstehen. Für Rot ist es noch so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Mm-hmm. Okay. Vermutlich müssen wir... Ach, hier irgendwo ist es. Ist ja wenigstens nicht weit weg. Ich will ja an der Seite aber von der Treppe nochmal gucken, wenn ich es finde. Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe ja gar nichts. Alles dunkel. Hallo. Ich gibt's hier noch irgendwas. Okay. Boah, es ist dunkel. Ist mal ehrlich. Haha, da geht's auch noch durch. What's she doing? She's lighting the torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. What's her plan? Hast du heute eine Maximalzeit, wann du spätestens aufhören willst? Also meistens so halb elf, glaube ich. Elf. Also so 2 Stunden Stream ist relativ normal. Länger wollte ich eigentlich nicht machen, aber eigentlich wollte ich auch das Spiel durchkriegen. Das rennt ja nicht weg. Okay, da kommen wir also erst später lang. Das heißt, wir müssen erst zurück und müssen erst durch den Wasserfall. Ja. Wie lange hast du Zeit? Ja, Lele? Ist halt in der Woche immer ein bisschen schwierig, ne? Okay, wir müssen jetzt wirklich durch den blöden Wasserfall. Okay. Ist ja schon ein gutes Ende. Ach, du musst ja schon schlafen, okay. Was war denn das jetzt? Ich war doch voll dicht am Wasser, oder? Am Feuer. Boah, voll verstörend. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Anderen Seite irgendwo Licht gewesen? Nee, oder?
verstehe ich gerade nicht so richtig. Kann man da hoch, nein. Hä? Wir müssen hier durch und dann nach rechts ran. Ach, wir versuchen es nochmal. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich weiß da leider nicht wo lang. Weil da ja nirgendwo Licht ist. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch hier. Okay, wir sind nach rechts gerannt, da lang war nichts. Verstehe ich gerade nicht so richtig. Versuchen es nochmal, hilft ja nicht. Ich verstehe es nicht, ich habe keinen Plan, was sie jetzt von mir wollen. Guten Abend, Hoffnungsvoller. Willkommen hier beim Sterbemarathon. Ich kapiere es aber nicht. Da ist doch noch nichts vor Licht. Oh mein Gott, ey. Okay, jetzt zieht sich das immer höher. Werbung hatte ich eigentlich ausgestellt. Werbung müsste eigentlich aus sein. So. Ich muss hier nochmal lang. Das ist wieder so eine richtig geile Stelle hier. Hattet ihr Werbung? Ja. Meinte ich, hatte ich die Werbung ausgestellt. She'll be safe. What's the plan? What's she doing? Ach, wir müssten hier lang rennen. Wir müssten da durch, denn die Brücke runter machen und dann hier zum Feuer. Naja, super. Eine ist Pflicht. Eine Werbung ist Pflicht. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann die Werbung auch komplett ausmachen. Jetzt haben wir immerhin schon mal einen Plan, was wir machen müssen. Ihr Arm sieht langsam gar nicht mehr gut aus hier. So, wir rennen da durch und dann nach rechts. Los. Auf! Ach, reicht schon. Gut, das reicht schon. Dreimal umsonst gestorben. Yeah. Damit alle auf dem neuesten Stand sind, wir haben Dillians Kopf verloren. Und den müssen wir uns gleich wiederholen. Nehme ich an.
So, ich nehme mal an, das war jetzt das Ziel. Ich bin ja einfach nochmal durch, ne? Und jetzt haben wir da das Symbol. Welches nicht zielt. Ach. Muss das erst nochmal auslösen? Okay. Nur aber. Das war wieder furchtbar seltsam. Kann man das Spiel schaffen, ohne einmal zu sterben? Nee, oder? Nicht beim ersten Durchlauf. I can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we feared. Okay, die Stimme ist ruhig, dann können wir hier das nächste machen. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Jetzt sind wir echt da runter, ja? Das gefällt mir nicht. Die Fackel. Bleib an. Ach du Scheiße, schon wieder Hände überall. Geht weg, ihr Klapscher. Er wird nicht rumgefummelt. Wo? Wo soll er kriechen? Lauf doch! Wildschwein eigentlich?
Na! Ah! Na! People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountains, trust me. As deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Wow. Okay, wir haben die Bestie der in der Dunkelheit besiegt. Ich fand, das sah irgendwie aus wie ein großes Wildschwein. Ein mega großes Wildschwein. Und damit ist diese Folge auch zu Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hier geht's wie gewohnt demnächst weiter. Und bis dahin macht's gut und bis bald.